Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu den Kanal News. Meine Güte, es ist lange her, dass ich mal Kanal News gemacht habe. Aber Freunde, es ist etwas passiert. Ich hatte mich vor kurzem für die Ghost Recon Delta Company beworben. Das ist so ein Community-Programm von Ubisoft für Ghost Recon Breakpoint, das unter anderem Creator unterstützt, indem die Mitglieder der Delta Company, die sogenannten Delta Ghosts, zum Beispiel Vorab-Informationen zu geplanten Neuerungen im Spiel, Events und so weiter bekommen. Ich hatte dazu gestern ein sehr nettes Telefonat mit einer Mitarbeiterin von Ubisoft und, ja, was soll ich sagen, ich wurde angenommen. Yay! Ich bin jetzt ganz offiziell ein Delta Ghost im Mission Intel Detachment. Was bedeutet das für euch? Nun, so ganz genau weiß ich das noch gar nicht. Ich denke, das wird die Zeit zeigen. Aber ich nehme an, dass ich euch zukünftig auf jeden Fall noch mehr Ghost Recon Content auch abseits der Let's Plays bieten kann. Zum Beispiel kann ich euch vermutlich direkt am Tag der Bekanntmachung über Neuerungen im Spiel informieren und vielleicht sogar mit Infos und Gameplays versorgen, bevor die reguläre Presse Zugang dazu hat. Aber wie gesagt, so genau weiß ich das noch nicht. Das hängt auch viel von NDAs und Embargos ab. Aber eines ist schon absolut sicher. Hier gibt es in Zukunft noch mehr Ghost Recon Content. Heute startet zunächst einmal die Open Beta von Ghost Recon Breakpoint und da werde ich natürlich wieder Videos zu den drei neuen Story-Missionen der Operation Greenstone machen. Dann habe ich noch vor zu testen, wie weit man den Gearscore treiben kann, ohne ein einziges Mal nach Erewhon zu gehen. Vielleicht mache ich auch noch ein, zwei Videos vom PvP-Modus Ghost War. Davon abgesehen werde ich aber privat auf jeden Fall die ein oder andere Runde Ghost War zocken. Vielleicht trifft man sich ja mal, also ich euch. Mich seht ihr hoffentlich nicht, bin ja ein Ghost. Okay, der war schlecht, aber ihr wisst, was ich meine. Ab dem 1. Oktober versuche ich dann auf jeden Fall die Release-Version von Breakpoint zu streamen, aber kann da noch nichts hundertprozentig versprechen, weil mein Internet in der letzten Zeit leider wieder mal sehr unbeständig ist. Wir ziehen demnächst noch irgendwann um, wo wir dann hoffentlich eine beständige Internetverbindung haben. Aber versuchen werde ich es auf jeden Fall direkt auch von hier aus zu streamen. Aber wenn es gar nicht klappt, dann mache ich eben bis zum Umzug so lange normale Let's Plays Videos von Ghost Recon Breakpoint. Ja, abonniert mich auf jeden Fall und aktiviert am besten noch das Glöckchen, damit ihr nichts verpasst. Und ja, das war's dann schon von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß mit der Beta von Ghost Recon Breakpoint und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal im Ghost War. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.